Das Dilemma, was wir heute haben, ist, dass wir immer nachfragen bei dem Aggressor, ob wir, das finde ich nicht so gut, kann ich eine Demo haben? Ich kann nur sagen, nicht einmal der DDR-Bürger war so bescheuert, ja, nach 40 Jahren SED, dass er bei Honecker angerufen hat, hallo, ich hätte gerne eine Demo gegen die Mauer. Nee, ist nicht passiert. Denn wenn das passiert wäre, dann hätte Honecker gesagt, nee. Und dann wird es die Mauer heute noch geben. Also haben die sich da trotzdem getroffen. Aber wenn bei uns eine Demo angemeldet wird gegen die Regierung und die Regierung sagt, dann passt nicht wegen Delta-Variante, dann kommen wir nicht. Okay? So, und jetzt kommt's. Wer ist eigentlich blöder? Die, die uns das Ticket geben oder wir, die sagen, ich darf nichts verboten? Okay? Und das ist genau der Punkt. So funktioniert Demokratie nicht. Was ist Demokratie? Was ist Freiheit? Freiheit ist nicht, dass ich machen kann, was ich will. Freiheit ist, dass ich nicht machen muss, was ich nicht will. Das ist Freiheit. Und ja, und